Warum ist es so wichtig, jedes Objekt professionell zu vermarkten? Einen Makler einschalten oder selbst verkaufen? Diese Frage stellen sich viele Immobilienbesitzer. Immobilienmakler stehen zwar oft in der Kritik, gerade beim Verkauf einer Immobilie gibt es aber sehr viele gute Gründe dafür, Dr. Haus Immobilien als einen Experten einzuschalten. Die wichtigsten Gründe listen wir hier auf. Erstens, es gibt ungefähr 50 Gesetzmäßigkeiten, die beim Verkauf berücksichtigt werden sollten. Wenn man die eine oder andere verletzt oder nicht anwendet, könnte man sogar einen größeren Teil seines Vermögens verlieren bzw. einbüßen. Erfolgreiche Immobilienmakler sind gut geschult und können in der Regel auf große Erfahrungen zurückgreifen, die private Verkäufer nicht vorweisen können. Viele Privatverkäufer meinen es natürlich gut, wenn sie versuchen, alleine und ohne professionelle Hilfe zurechtzukommen. Und sie verkaufen in der Regel ihren Besitz auch. Nur zu welchem Preis? Man stellt dann beim Abgleich des notariell beurkundeten Verkaufspreises fest, dass über 95% der Privatverkäufer um die 10% und in manchen Fällen sogar bis zu 30% vom realen Marktwert der Immobilien eingebüßt haben. Diese Diskrepanz ist direkt und ausschließlich dem Mangel an Kompetenz einiger Immobilienverkäufer zuzuschreiben. Zweitens, man sollte immer fachmännisch oder professionell vermarkten. Wir sagen hier nicht, dass alle Makler professionell verkaufen können. Es gibt hier und da auch Kollegen, die nicht unbedingt wie ein Profi handeln. Deswegen der schlechte Ruf. Man sollte, auch wenn man ein Privatverkäufer ist, immer professionell vermarkten. Das heißt, man sollte unbedingt wissen, wie und welche der Vermarktungswerkzeuge man einsetzt und zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Bremsen wechseln lassen möchten, warum überlassen Sie es der Werkstatt, das professionell zu machen? Weil es sich nicht nur ums Geld handelt, das man sich einsparen möchte, es könnte im Falle einer fehlerhaften Installation ein oder sogar mehrere Menschenleben kosten. Genauso verhält es sich beim Verkauf von Immobilien. Falls man sie nicht professionell vermarktet und mehrere Fehler macht, können unnötige Verluste, Stress, Streitigkeiten oder sogar Depressionen auftreten. Drittens, Marktkenntnis. Da wir uns seit über 20 Jahren professionell mit Immobiliengeschäften beschäftigen, werden wir regelmäßig damit konfrontiert, einen angemessenen Kaufpreis für die Immobilie unserer Auftraggeber zu ermitteln. Wir haben einen Überblick darüber, zu welchem Kaufpreis verschiedenste Immobilien zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich verkauft werden. Außerdem benutzen wir intern ein professionelles Programm, damit wir ziemlich genaue Immobilienbewertungen bewerkstelligen können. Deswegen fällt es uns verhältnismäßig leicht, einen realistischen Kaufpreis zu ermitteln. Wir suchen außerdem das Gespräch mit einigen unserer Maklerkollegen und können so unseren Marktüberblick erweitern. Zudem beraten wir tagtäglich eine große Anzahl an Kaufinteressenten und sind damit ausgezeichnet darüber informiert, welche Budgets die verschiedenen Zielgruppen zur Verfügung haben. Somit können wir diese Information auch für die Wertermittlung verwenden. Viertens. Wir sind neutrale Vermittler und können die nötige Distanz wahren. Wir hängen nicht, wie mancher Verkäufer, mit Herzblut an der Immobilie. Gerade bei Immobiliengeschäften können leicht Emotionen ins Spiel kommen, die den Verkauf gefährden. Wir von Dr. Haus Immobilien können zudem die Bonität des Käufers ohne Zurückhaltung ausreichend prüfen und diplomatisch zwischen den Interessen des Verkäufers und denen des Käufers vermitteln. Wir können somit auch verhindern, dass sich eine der Parteien auf Nebenabreden einlässt, die sie in rechtliche Schwierigkeiten bringen können. Fünftens. Erfahrung und Sachkenntnis. Ein professioneller Makler wie Dr. Haus Immobilien verkauft nicht nur eine Immobilie im Jahr, sondern muss sich immer wieder mit unterschiedlichen Immobilien beschäftigen. Bei jedem Verkauf können Besonderheiten auftreten und jeder Verkauf ist etwas anders. Dadurch wird der Erfahrungsschatz ständig erweitert. Auch tauschen wir uns mit Maklerkollegen regelmäßig über Sonderfälle aus und halten uns über rechtliche Neuigkeiten auf dem Laufenden, sodass wir Sie als Verkäufer und Käufer auf wichtige rechtliche Aspekte hinweisen können. Die Parteien können diese dann mit dem Rechtsanwalt oder Notar abklären. Ein weiterer wichtiger Punkt: Warum sollten Sie an Dr. Haus Immobilien einen Alleinauftrag vergeben? Manche Verkäufer einer Immobilie meinen, dass es besser und effektiver sei, möglichst viele Makler gleichzeitig mit der Vermittlung eines Objektes zu beauftragen, anstatt nur einen sogenannten Makler-Alleinauftrag zu erteilen. Anhand nachfolgender Punkte möchten wir ein wenig Aufklärung darüber betreiben, warum in der Praxis oftmals die Erteilung eines Alleinauftrages sinnvoller ist. Erstens,
Nur der Alleinauftrag sichert den guten Ruf des Objektes. Auch eine Immobilie hat einen Ruf zu verlieren. In den Augen von Interessenten ist etwas faul an einem Objekt, wenn es von vielen Maklern fast öffentlich angeboten wird und sich niemand dabei sonderlich engagiert. Der Verkauf wird schwieriger und zeitraubender und nicht selten kann das Objekt nur noch unter Wert verkauft werden. Ist hingegen nur ein beauftragter Makler wie Dr. Haus Immobilien für die Werbung zuständig, werden wir dafür sorgen, dass solche Fehlleistungen vermieden werden. Zweitens, 100% Einsätze führen am ehesten zum Erfolg. Nur die Erteilung eines Alleinauftrages verpflichtet uns als Makler, die Interessen des Verkäufers intensiv, besonders sorgfältig und unter Ausnutzung aller Abschlusschancen zu verfolgen. Wer glaubt, die Chancen des Objektverkaufes durch die Einschaltung möglichst vieler Makler steigern zu können, der irrt. Wenn viele Aufträge erteilt werden, wissen die einzelnen Makler genau, dass ihre jeweiligen Verkaufschancen geringer und vom Zufall abhängig sind. Der Immobilienverkauf wird zum Lottospiel. Besser ist also die Beauftragung eines einzelnen Maklers, der planvoll alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen kann. Drittens, optimale Erschließung des Marktes. Nur der allein beauftragte Makler kann das Objekt Berufskollegen zur Durchführung eines Gemeinschaftsgeschäftes anbieten und damit das Objekt deren Interessentenkreis ebenfalls zugänglich machen. Im Gemeinschaftsgeschäft arbeiten die betreffenden Makler miteinander und nicht gegeneinander. Sie konkurrieren nicht um den Vertragsabschluss, sondern wollen ihn gemeinsam herbeiführen. Dem Verkäufer entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten. Viertens. Der Einsatz aller Verkaufsinstrumentarien wird nur durch den alleinbeauftragten Makler gewährleistet. Nur der Alleinauftrag erschließt dem Verkäufer das ganze moderne Instrumentarium eines Maklers wie Dr. Haus Immobilien. In ständiger Abstimmung mit dem Verkäufer verhandeln wir mit verschiedenen Interessenten. Wir beraten diese stellvertretend für Sie als Verkäufer unter anderem auch über Finanzierungsmöglichkeiten, steuerliche Rahmenbedingungen und rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten des Erwerbs. Wir beschaffen Ihnen fehlende Unterlagen und Informationen von Behörden, Kreditinstituten und Verwaltern und bereiten auch den Kaufvertrag beim Notar vor. Wir fertigen aussagekräftige Exposés an und machen das Objekt angebotsreif. Wir organisieren Objektbesichtigungen und geben Ratschläge für die Abwicklung. Und was das Wichtigste ist, wir erstellen eine marktgerechte Verkaufswertermittlung als Grundlage für den erfolgreichen Verkauf. Dies alles erspart Ihnen als Auftraggeber Zeit, Geld, Ärger und eventuelle Unannehmlichkeiten. Der Verkauf wird professionell unter Einbeziehung aller Möglichkeiten abgewickelt. Fünftens. Nur bei Alleinauftrag findet optimale Werbung statt. Nur der allein beauftragte Makler wird in der Regel sehr kostenintensive Werbemaßnahmen für das Objekt durchführen. Nach der Objektanalyse und der Ermittlung der passenden Zielgruppe gestalten wir unsere Werbemaßnahmen. Diese bestehen aus der gezielten Ansprache vorgemerkter Interessenten, aus Angebotsbriefen und Exposés sowie der Einschaltung der wichtigen Werbeträger wie Internetportale, Tages-, Wochen- und Fachzeitschriften. Wir als alleinbeauftragte Makler erstellen also für jedes Objekt ein besonderes Werbekonzept. Verkäufer und alleinbeauftragter Makler arbeiten Hand in Hand. Sechstens. Die Einschaltung mehrerer Makler führt häufig zu Leerlauf und Doppelbearbeitungen. Es mangelt an gegenseitigen Informationen, Besichtigungen und Verhandlungen werden nicht richtig abgestimmt. Interessenten werden dadurch verunsichert, dass sie das gleiche Objekt von mehreren Maklern angeboten bekommen. Das alles schadet dem Verkauf. Der Verkäufer kann diesen Schaden aber durch die Erteilung eines Alleinauftrages vermeiden. Denn nur dann bilden wir als Vermittler und Sie als Auftraggeber ein eng zusammenarbeitendes Team. Sie haben also vor, Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu verkaufen? Sie kennen sich vielleicht nicht wirklich gut aus und möchten unbedingt die größten Fehler im Verkauf vermeiden? Durch die neueste Internetentwicklung bieten immer öfter Kunden ihre Immobilie selbst zum Verkauf an. Wie bei eBay mit dem Schlagwort 321 meins, soll die eigene Immobilie in ein paar Tagen schon verkauft werden. Aber ist der eigene Immobilienverkauf wirklich so einfach wie der Verkauf des alten Sofas oder Schlafzimmerschranks? Meistens leider nicht. Und er endet oft mit einer großen Enttäuschung, wenn nicht mit einem großen Wertverlust. Dank unserer über 20 Jahre langen Erfahrung in der Finanzierungs- und Immobilienvermittlung möchten wir Ihnen ein anderes Video mit dem Ratgeber über die 17 häufigsten und fatalsten Fehler beim Verkauf einer Immobilie präsentieren, die Sie dringendst vermeiden sollten, wenn Sie keine extremen Wertverluste erleiden und weiterhin gut schlafen möchten.
Also gut, wir haben Ihnen wieder einige wertvolle Informationen preisgegeben. Unser Tipp? Die Erfahrung zeigt, dass ein professioneller und engagierter Makler wie wir von Dr. Haus Immobilien eine große Hilfe sein kann und sein Geld wirklich wert ist. Wir nehmen eine professionelle Wertermittlung vor, erstellen ein aussagekräftiges Exposé, bewerben die Immobilie, organisieren Besichtigungen, sind telefonisch gut erreichbar, führen die Verkaufsverhandlungen durch, bereiten den Kaufvertrag vor, helfen bei Problemen, tragen die Vermarktungskosten und erhalten nur im Erfolgsfall ein Honorar. Außerdem möchten wir Ihnen heute noch ein ultimatives Angebot machen. Wir bieten Ihnen unseren 12-fachen Service kostenfrei an. So, jetzt sind Sie an der Reihe zu handeln. Melden Sie sich doch gleich bei uns. Telefonisch oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Also, wir freuen uns auf Sie. Rufen Sie jetzt an. Bis gleich.